Ostern, wir feiern die Auferstehung Jesu. Und auch in diesem Jahr dürfen wir gewiss sein, diese Zusage gilt auch im Jahr 2020. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Die ersten Zeugen haben es uns gesagt, die Frauen, Petrus, Johannes, all die, die uns verkünden, er lebt. Und wir erinnern uns immer wieder gerne an den Emmausgang. Emmaus damals und heute. Immer wieder brechen auch wir auf, kommen trostlos zurück vom Friedhof unserer begrabenen Hoffnung. Und jedes Mal mehr haben wir ein Stück von uns selbst begraben und meinen, jetzt ist alles aus. Immer wieder gesellt sich auf diesem Kreuzweg unerwartet einer zu uns, geht ein Stück mit auf der Straße des Lebens, sagt nicht nur herzliches Beileid, sondern nimmt unsere Hand, bringt uns zum Sprechen, taut langsam uns auf. Immer wieder trifft uns ein Wort, macht uns betroffen, lässt uns erfahren, ich bin damit gemeint. Und wir erahnen im Rückblick den Sinn, den roten Faden der Führung in unserem Leben, weil da ein Fremder zu deuten versteht. Musste nicht der Messias dies alles erleiden? Kann es nicht sein, dass auch du? Immer wieder, wenn die Sonne sinkt, geht uns ein Licht auf. Freunde zusammen am Tisch, am Altar, am Stammtisch, im Urlaub, Gespräche, Erinnerungen, spürbare Nähe. Wir fühlen uns wohl und geborgen, mindestens jetzt, für diese Stunde. Das Leben ist schön, trotz allem. Dankbarkeit keimt auf in uns für alles Geschenkte und ein Anflug von Hoffnung für morgen. Immer wieder erfahren wir, in all dem liegt noch ein Mehr, das wir nicht ausdrücken können, das sich dem Zugriff entzieht. Vielleicht ist tatsächlich er es, der Herr, und wir versuchen zu beten. Herr, bleibe bei uns. In mir.
Liebevoller Gott, wir brauchen deinen Segen, dass du uns Gutes zusagst, jeden Tag wieder neu und gerade in dieser österlichen Zeit. So bitten wir dich, segne uns, alle, an die wir denken, die wir lieb haben, für die wir beten möchten. Segne uns, du guter Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.